Deutschland riskiert in diesen Wochen den dritten und letzten Weltkrieg der Menschheit. Deshalb ist Ihre Hilfe gefragt. Denn zum Kriegsausbruch fehlt nur noch der Zündfunke. Es eilt. Falls der Nuklearkrieg zwischen den USA und Russland ausbricht, wird die erste strategisch ausgerichtete Atomrakete Russlands direkt über der Ramstein Airbase in Rheinland-Pfalz niedergehen. Denn ohne die Ramsteiner Satellitenrelay-Station für die Drohnensteuerungssignale aus den USA wäre aus technischen Gründen kein Kampfdrohneneinsatz im Nahen Osten und in Russland möglich. Die Bundesregierung ist stets um unsere Freiheit bemüht. Am Hindukusch wurde sie ganze 13 Jahre lang verteidigt. Um unsere Freiheit heute zu gewährleisten, soll jetzt Russland von der Karte der Weltmächte getilgt werden. Und dann auch noch das. Die Vereinigten Staaten installieren derzeit in Deutschland völlig neuartige Atomwaffen, die über selbstlenkende Sprengköpfe verfügen. Und die Bevölkerung wird von ihrer Regierung darüber hinweggetäuscht. Nach dem 11. September 2001 endeten die Vereinigten Staaten ihre Militärdoktrin, die seitdem Angriffskriege, Killerdrohnen und Menschenfolter beinhaltet. Heute befinden sich weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Elend. In Deutschland herrscht eine Flüchtlingskrise. Die Bundeskanzlerin spricht von der größten Herausforderung seit der deutschen Wiedervereinigung. Es drohen soziale Unruhen in Deutschland und in der gesamten EU. Die EU betätigt sich als Handlanger einer aggressiven US-Strategie in Europa, die sich gegen europäische, natürlich besonders gegen deutsche Interessen richtet, weil wir ein besonders enges Verhältnis mit Russland haben. Der große Konkurrent ist Russland in den Augen der USA. Und die Think-Tank-Beiträge, die wir haben über Russland, dass man Russland von seinen Energierohstoffexporten abschneiden soll, um diesen Konkurrenten von der weltpolitischen Bühne zu verdrängen, das ist doch alles offen und am Tage. Die Bundesregierung will die Fluchtursachen bekämpfen. Ursache Nummer eins ist der Krieg fast im gesamten Nahen Osten. Verursacher sind die USA mit ihren Kriegsaktivitäten. Die wären ohne das Wegschauen unserer Regierung gar nicht möglich. Sämtlicher Munitionsnachschub nach Syrien, Irak und Afghanistan, die gesamte Kommunikation der US Army in den Kriegsgebieten, selbst die Steuerung aller dort eingesetzten Killerdrohnen, all das findet auf der Ramstein Airbase statt. Deshalb könnte Deutschland in einem Atomkrieg das allererste Opfer sein. Und da ja nicht nur eine Bombe fallen wird, es gibt ja noch andere Befehlszentren. In Stuttgart wird auch eine fallen, auf das EUCOM, das AFRICOM. In Wiesbaden wird eine fallen, auf das Hauptquartier der US Army. In Bayern werden welche fallen, um den Truppenschloss Grafenwöhr, auf den der Krieg konkret vorbereitet wird, auszulöschen. Also von der Bundesrepublik wird schon bei den ersten Einschlägen nicht viel übrig bleiben und der Rest wird dann in den Spätfolgen untergehen. Die unbequeme Wahrheit: Ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Einheit ist es erneut Zeit für eine Revolution. Das Thema ist ein friedlicher, legaler Widerstand, der Bundesregierung klar macht, dass diese Politik nicht so weitergeht. Wichtige Demonstrationen, große Demonstrationen, die wichtige Institutionen der Bundesregierung daran hindern, kriminelle Politik zu betreiben. Und das können Militärbasen sein, das können Zentralen des Verfassungsschutzes sein, das können große Medienzentralen sein. Das, was dazu beiträgt, dass gegen deutsche und europäische Interessen abenteuerlich verstoßen wird. Es geht hier auch nicht darum, dass wir irgendwie anti-amerikanisch sprechen wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir eben diese Drohnenkriege extrem angreifen, dass das scheiße ist. Entschuldigung, auf Deutsch gesagt. Menschen werden ermordet, ohne Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbietet das. Doch die Bundesregierung schaut bewusst weg. Würde sie einschreiten, wären die USA not amused. Ein entwürdigenderes Duckmäusertum gegenüber der Weltmacht Nummer 1 lässt sich in diesen Zeiten kaum vorstellen. Also wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, hier wird ein Krieg, und zwar der letzte atomare Krieg, vorbereitet. Wenn ihr jetzt nicht aufsteht, und zwar alle, vor allem die jungen Leute mit kleinen Kindern, dann wird dieser Krieg euch alle auslöschen. Also
Tut was, steht auf und wehrt euch dagegen. Die Flüchtlingskrise in Deutschland muss an ihrer Wurzel bekämpft werden. Die Europäische Union muss den USA bei ihren Eroberungsfeldzügen Einhalt gebieten. Entweder kämpfen wir mit der NATO unsere Welt zunichte, oder wir beginnen endlich mit Russland in Europa friedlich zu leben. Die Zeit drängt. Deutschland und die EU brauchen eine starke, aktive Friedensinitiative. Helfen Sie uns, die deutsche Öffentlichkeit wachzurütteln.